Du hast einen größeren Betrag durch den Verkauf einer Firma oder von Immobilien oder durch eine Erbschaft erhalten, fühlst dich aber unsicher, das Kapital auf der einen Seite einfach nur liegen zu lassen, auf der anderen Seite fällt es dir aber eben auch schwer, das Kapital an der Börse zu investieren. Darüber wollen wir heute sprechen, was da der sinnvollste Weg ist, und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir wollen heute mal darüber sprechen, wie du einen größeren Betrag, den du jetzt eben erhalten hast, investieren kannst an der Börse und ob das überhaupt sinnvoll ist und was für Ängste einen da begleiten können und inwiefern die real oder doch irreal sein können. Häufig ist es ja so, und das ist eine typische Ausgangssituation, die ich relativ häufig in Gesprächen erlebe, man hat eine größere Summe erhalten, zum Beispiel durch den Verkauf einer Firma oder man hat eben Immobilien verkauft, man hat eine Erbschaft erhalten oder wie auch immer einen größeren Betrag einfach angespart und bisher nicht investiert, weil man dem Markt nicht getraut hat und weil man bisher auch davon ausgegangen ist, dass der Markt noch viel, viel tiefer fällt, weil wir einfach in so einer schlimmen Situation sind wie noch nie zuvor und man einfach ja das Geld eigentlich eher virtuell unter dem Kopfkissen hatte oder noch besser zumindest mal auf dem Bankkonto liegen hatte, wo es ja aber auch durch die Inflation, durch die starke Inflation zuletzt eher aufgefressen wird und man Zinsen vielleicht ein wenig mittlerweile bekommt, das aber eigentlich kaum ausreicht, um die Inflation auch nur ansatzweise zu begegnen. Und dementsprechend kriege ich dann eben auch häufig solche ja, typischen Problemstellungen zu hören, die Börse ist doch riskant und Bargeld frisst kein Brot, naja, trotz der Dividende bzw. trotz der Inflation. Ich warte auf den nächsten großen Crash vor dem Einstieg. Das heißt, man wartet und sucht im Prinzip immer wieder so den nächsten Grund abzuwarten, bevor man wieder investiert. Oder der Klassiker auch, die Firmenbewertungen sind zu hoch. Es macht jetzt keinen Sinn zu kaufen. Die sind ja alle viel zu teuer. Oder was passiert denn eigentlich, wenn wir dieses Jahr noch in eine Rezession rutschen und die Lage war ja noch nie so schlimm, wie sie heute ist. Macht es denn jetzt wirklich Sinn, in die Firmen hinein zu investieren oder nicht? Das sind so typische Problemstellungen oder typische Sorgen, die die Menschen begleiten oder die vielleicht auch dich begleiten. Vielleicht hast du dich bei dem einen oder anderen Thema auch wiedergefunden. Und wir wollen heute die Themen mal adressieren und angehen. Und das allererste, was wir besprechen wollen, ist die versteckten Kosten von Bargeld. Das heißt, was passiert eigentlich, wenn du das Geld nur rumliegen lässt? Viele sagen dann, naja, ist ja egal, ich habe ja mein Geld, das bisschen Inflation, das merke ich eigentlich nicht. Und die haben einfach einen großen Betrag und ja, so eine Million, die mag ja vielleicht viel klingen, aber im Verhältnis zu dem, was eine Million mal vor 10 Jahren war, ist heute eine Million gar nicht mehr so viel. Und viele fragen sich ja durchaus, reicht mir das eigentlich die nächsten 10, 20 Jahre noch in meiner Rente? Und da ist die Frage wirklich denn berechtigt, denn es gibt durchaus auch versteckte Kosten von Bargeld. Schauen wir uns mal an, was ist denn im Prinzip das, was man so rausbekommt, wenn man das Geld im Schnitt einfach nur auf dem Bankkonto liegen lässt oder zum Beispiel in Anleihen investiert, in Staatsanleihen. Und hier sehen wir jetzt seit 1928 bis heute, wie sich denn hier der 3-monatige Zinssatz von Staatsanleihen entwickelt hat. Wir sehen hier durchaus Phasen und Bewegungen, die durchaus auch mal an die 14% herangegangen sind. Im historischen Schnitt sagt man aber, man bekommt über diesen gesamten Zeitraum hinweg 3,3% im Schnitt an Zinsen. Es gibt Phasen, die sind sehr gut. Es gibt eben sehr lange Phasen, die sind eben deutlich darunter. Wie wir sie ja zuletzt auch erlebt haben seit der Finanzkrise, wo wir eher tendenziell recht niedrige Zinsen haben. Und jetzt kommen wir eben mal wieder in höhere Phasen hinein, wie wir sie auch hier hatten, die dann tendenziell auch eben wieder zu Senkungen geführt haben des Leitzinses. Das heißt, wir sind so im Schnitt irgendwo bei 3,3%. Wenn man jetzt mal zuletzt die Inflationsdaten anschaut, die eher so bei 6 oder 7 oder teilweise 8% waren, sieht man allein daraus schon eine gewisse Diskrepanz, also ein Kapital von um die 5%, 3, 4, 5, 6%, je nachdem wie hoch die Inflation auch ist, die haben dann im Prinzip auch verloren geht über solche Zeiträume hinweg. Interessant ist es vor allen Dingen auch dann, wenn man das mal vergleicht, was hätte man denn im Schnitt an der Börse machen können? Und natürlich kommt auch immer wieder der Einwand, naja, die Börse ist ja durchaus recht riskant und kann ja immer wandern, beziehungsweise kann ja immer sehr, sehr stark schwanken. Man sagt aber auf der anderen Seite, hätte man zum Beispiel allein in den DAX investiert, wäre mal im Mittel so um die 7% Rendite dabei herausgekommen. Und damit würde man ja durchaus die Inflation schon ganz gut begegnen und könnte zumindest mal schon durchaus auch für einen gewissen Kapitalerhalt sorgen. Tatsächlich ist es so, dass natürlich umso kürzer, und das zeigt hier dieses Rendite-Dreieck auf. Das heißt, wir sehen hier oben im Prinzip diese Spanne innerhalb von 5 Jahren. Das heißt, ich hätte innerhalb von einem 5-Jahres-Zeitraum gekauft und hier eben auch wieder verkauft. Also das heißt, das hier ist alles ein 5-Jahres-Zeitraum. Hier sieht man sehr, sehr gute Phasen. Das heißt, Phasen mit enormen Anstiegen, aber eben auch sehr, sehr viele rote Phasen. Dann haben wir hier dieses Segment mit 10 Jahren,
mit 15 Jahren, mit 20 Jahren. Und man sieht schon, umso weiter man hier eben nach hinten kommt, das heißt, umso länger man im Mittel an der Börse investiert ist und vor allen Dingen schon ab einem Zeitraum so von 5 oder 10 Jahren, spätestens ab dem Zeitraum so von 5 bis 10 Jahren, hat man eigentlich kaum noch ein Risiko, wirklich über den Zeitraum Geld zu verlieren. Da gab es natürlich mal Phasen, wenn man wirklich am blödesten Zeitpunkt investiert hat. Aber spätestens ab einem Zeitraum von 10 bis 15 Jahren Anlagezeitraum kann man sich in einem großen und in einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit sicher sein, dass man hier das Kapital tendenziell sogar eher stärker weiterentwickelt. In der Spitze gab es hier durchaus auch mal Entwicklungen von um die 15%, die man in diesem Zeitraum, oder 16%, die man in dem Zeitraum machen konnte. Und hier im langfristigen Schnitt, also wirklich über 50 Jahre, da kommen wir dann tatsächlich eher so bei 7 bis 9% im Schnitt heraus. Da gibt es natürlich noch leichte Differenzen, aber das sind dann durchaus schon große Unterschiede zu den 3%, die man an Zinsen im Schnitt bekäme, und natürlich auch zu einer Inflation, die jetzt auch so um die 8-9% zumindest mal vorübergehend ist und die sich mit Sicherheit nicht wieder so niedrig absenken wird wie in der Vergangenheit, die aber eher vielleicht auch wieder so bei 3 bis 4% sich stabilisieren wird. Und daraus sieht man schon alleine, was man mit dem DAX hier hätte erreichen können. Noch heftiger ist das, wenn man das sich mal im MSCI World anschaut. Das sind ja im Prinzip die ganzen Industrienationen der Welt. Das heißt, man ist noch breiter auch über verschiedene Länder investiert. Hier spricht man im Schnitt davon, dass man eher so 8% Rendite macht, also eher über 7%, die man jetzt im DAX sieht. Auch hier ist es allergleiche. Umso kürzer der Zeitraum, umso mehr rote Felder sehen wir, umso länger wir in den Zeitraum gehen, alles so 10, 15 Jahre, da ist man dann eigentlich bei einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass man an der Börse tatsächlich auch kein Geld verliert. Das einzige Problem, das man hat, das sind eben die Schwankungen, die dazwischen passieren. Das heißt, man hat natürlich einen gewissen psychologischen Druck, mit dem man klarkommen muss. Anders bei Zinsen und Anleihen, da sieht man keine großen Schwankungen. Da sieht man aber auch nicht die Inflation, die das Ganze auffrisst. Bei der Börse, und das ist das, was den meisten schwer zu schaffen macht, man sieht halt die Schwankungen. Aber wenn man da einfach mal dabei bleibt und das Ganze durchsteht und nur das Kapital aus der Börse herausnimmt, was man so zum Leben braucht, und den Rest weiter laufen lässt, dann kann man tatsächlich hier ja nicht nur der Inflation, sondern eben auch den Zinsen durchaus ein Schnippchen schlagen und kann davon wirklich profitieren und hat dann diese ja indirekten Kosten von Bargeld überwunden. Und ich habe ja auch mal ein Video gemacht zu der Möglichkeit, wie kann man denn anhand gewisser Regeln auch Kapital aus seinem Depot entnehmen. Verlinke ich gerne mal hier oben. Und da zeige ich eben auch, wie man dann solche Entnahmeplanungen machen kann. Und man sieht hier auch ganz schön, und das ist mal so eine Berechnung, die stattgefunden hat, was wäre denn, wenn ich es in Cash hätte, oder was wäre ich, wenn ich zum Beispiel im Aktienindex investiert hätte von 1928 bis 2022. Auf einen Zeitraum von einem Jahr hat man im Schnitt eine Unterperformance von 8% gemacht. Umso länger man sozusagen das Geld im Cash liegen hat, hat sich diese negative Performance immer weiter ausgedehnt. 17%, 27%, 53%. Oder hier über 10 Jahre alleine schon 160%, die man verloren hätte. Das heißt, das sind diese indirekten Kosten von Bargeld, die man nicht sieht, aber einfach Geld, das man im Prinzip auf der Straße liegen lässt, weil man das Geld aus Sicherheitsgefühlsgründen dann doch lieber irgendwo im Cash oder auf dem Bankkonto, beim Girokonto liegen lässt, anstatt zu investieren. Wenn man sich einfach mal ausrechnet, den Betrag, den man heute hätte, in 10 Jahren 160% mehr, dann sieht man mal, was das eigentlich für Kosten sind, die das verursachen, hier tatsächlich nichts zu tun. Und viele sagen dann aber, naja, ich warte ja nur auf den nächsten Crash und dann würde ich investieren in die Börse hinein. Und da will ich mal ein bisschen zeigen am Beispiel hier vom S&P 500. Ich hätte genauso gut den MSCI World nehmen können. Das heißt einfach einen wirklich breiten Aktienindex, wie lange man da teilweise warten muss. Schauen wir doch einfach mal hier, das war die Finanzkrise. Das war ein richtiger Crash, das war einer der letzten großen, tiefen Crashs, die es gegeben hat. Lange angedauert, sehr tief gefallen. Und dann, naja, wann kam denn eigentlich so der nächste große Crash hier im Jahr 2020 mit Corona? Dazwischen gab es immer mal kleine Korrekturen. Umso länger das gelaufen ist, umso mehr haben die Leute gesagt, das ist alles zu teuer und jetzt möchte ich nicht mehr investieren. Und dann kam Corona. Das war der erste große Crash. Wie lange hat es gedauert? Von 2009 bis 2020. Also im Prinzip über 10 Jahre, die man im Prinzip hätte warten müssen. Je nachdem, wie man dann eben Crash und Einstieg definiert. Dazwischen gab es natürlich immer wieder kleine Punkte. Aber wenn man es bis dahin nicht gemacht hat, dann gab es dann eben hier diese Möglichkeit, in Corona zu investieren. Aber ich kenne sehr viele, die auch dann nicht getraut haben, sich zu investieren, weil sie eben gesagt haben, naja, wer weiß, wie das dann so weitergeht und wer weiß, wie lange diese Pandemie uns noch andauern wird. Und dann haben wir hier einen sehr starken Anstieg erlebt. Und was wir eben auch sehen, es gab dann natürlich diesen Crash.
Aber wir sind nie wieder auf dieses tiefe Niveau hier runtergekommen, nicht mal auf die vorherigen Hochs hier runter. Das heißt, selbst wenn so ein Crash passiert, heißt das nicht, dass es so tief runterfallen muss, wie wir vorher schon mal waren. Das heißt, hätte man irgendwo hier vorher investiert, wäre man am tiefsten Punkt vielleicht mal wieder auf diesem Niveau gekommen. Aber genau an diesem tiefsten Punkt hineinzukommen, ist extrem schwierig. Wenn überhaupt, wäre man hier in der Mitte wieder irgendwo eingestiegen und dann hätte man ja höchstens vielleicht mal ein Jahr wieder irgendwie gut machen können. Aber meistens ist es eben ja sehr teuer, wenn man sehr lange auch auf diese nächsten Crashs wartet. Und auch jetzt hier zuletzt sehen wir, der nächste Crash oder der nächste Bärenmarkt hat diesmal gar nicht so lange auf sich warten lassen. Gerade mal ein bisschen mehr als ein Jahr, zwei Jahre, dann ging es hier wieder runter. Aber am tiefsten Punkt waren wir hier im S&P 500 noch nicht mal so tief wie vor dem Corona-Crash. Das heißt, wir sind gar nicht mehr so tief gefallen herunter. Und deswegen ist immer dieses Warten, dieses erneute Warten auf den nächsten Crash sehr teuer, denn es dauert auf der einen Seite, und wir haben gerade gesehen, was es eben auch an Underperformance oder an Unterperformance einen kostet, das Geld so lange in Bargeld liegen zu lassen. Auf der anderen Seite ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir tiefer fallen oder genauso tief fallen wie zuvor, sehr gering, denn langfristig befinden wir uns eher in einer Aufwärtsbewegung. Und auch jetzt hier der nächste Aufwärts- oder Anstieg, der jetzt hier höchstwahrscheinlich kommen wird, auch der wird eher tendenziell ein paar Jahre wieder gehen, wenigstens ein, zwei Jahre. Und selbst wenn dann wieder ein Crash kommt, ist nicht gesagt, dass der nochmal so tief kommt wie das, was wir erlebt haben. Das heißt, es kann wirklich auf der einen Seite sehr lange dauern, bis man überhaupt wieder reinkommt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann tatsächlich auch höher einsteigt als jetzt, ist ebenfalls sehr groß. Das zeigt zumindest mal die Vergangenheit. Denn selbst bei solchen Rückgängen, wie wir das hier hatten, sind wir nie wieder unter solche vorherige Hochpunkte hier drunter gekommen, wie wir sie hier immer wieder hatten. Das heißt, man hat immer wieder auf das nächste gewartet, aber es war eigentlich nie tief genug. Und wirklich dann, wenn es mal richtig crasht und richtig runterfällt, wie jetzt hier auch zu Corona oder auch jetzt hier bis Ende 2022, dann sind natürlich auch die Sorgen sehr groß, denn dann hat man ja das Gefühl, es wird einfach alles nur noch schlimmer und die Welt sieht ja gerade dann am düstersten aus, wenn es am attraktivsten ist, einzusteigen. Gibt ja auch so diesen schönen Spruch, die Nacht ist am dunkelsten vor dem Tage. Und ungefähr so kann man sich das tatsächlich an der Börse auch vorstellen. Jetzt gibt es natürlich den hohen Einwand, naja, die Bewertungen, die aktuell an der Börse abgerufen werden für Aktien, sind doch viel zu hoch. Das ist doch gar nicht gerechtfertigt. Und da wird ja häufig eben dann auf sowas wie das KGV abgeschielt. Persönlich bin ich jetzt nicht der Freund, das KGV als ultimative Kennzahl der Bewertung abzustempeln, denn häufig wird ja da einfach nur gesagt, alles unter einem KGV von 10 ist günstig, alles darüber ist teuer, machen wir eine 20 draus, dann ist man sogar noch ein bisschen spendabel. Aber das wird dem Ganzen gar nicht gerecht, denn man muss tatsächlich die Firmen in den jeweiligen Branchen beobachten. Man muss schauen, wie ist denn das KGV in der Historie des Unternehmens? Wie ist denn sozusagen in der Branche entsprechend das KGV im Schnitt? Ist das ein Unternehmen mit sehr, sehr stabilem Gewinn- und Umsatzwachstum? Denen wird ein höheres KGV einfach per se zugebilligt als ein Unternehmen, was vielleicht stärker wächst, aber sehr, sehr volatil ist. Dann können zwei Unternehmen ein ähnlich hohes KGV haben, obwohl sie schwächer wachsen, aber einfach die Stabilität billigt dann eben ein höheres KGV zu. Und das KGV ist auch keine Bewertungskennzahl, sondern das KGV ist eigentlich nur eine Kennzahl, um zu zeigen, wie hoch wird denn das weitere Gewinnwachstum eingeschätzt. Und im Endeffekt sind wir momentan auch gar nicht so teuer beim KGV. Es gibt hier eine Auswertung von JP Morgan. Da sehen wir, dass der Schnitt beim Kurs-Gewinn-Verhältnis hier zum Beispiel im S&P 500 im historischen Schnitt seit 1997 so um die 16 liegt. Genau da sind wir jetzt im Moment sogar ein bisschen unten drunter. Das heißt, im 25-Jahres-Durchschnitt sind wir jetzt im Moment ungefähr auch da, wo wir in der Vergangenheit waren, bei der Bewertung. Und jetzt will ich mir einfach mal ein paar Beispiele zeigen, wie zum Beispiel Amazon, die ja hier im Moment ein KGV von um die 40 haben. Wenn man mal zurückgeht ins Jahr 2009 oder 2007, auch da hatten wir schon mal KGVs hier bei einer Amazon von 40. Das ist nach der klassischen Lesart ja alles teuer. Im Schnitt hatte Amazon ein KGV von 63. Und jetzt gucken wir doch einfach mal, was wäre gewesen, hätte man im Jahr 2007 in die Firma investiert. Man wäre hier unten eingestiegen, irgendwo so um die 2, 3 Dollar. Das ist nach Aktiensplits, deswegen damals war der Preis nicht so niedrig, aber rückgerechnet um die Aktiensplits ist er so niedrig. Heute sind wir bei über 100 Dollar, auch wenn hier zuletzt Amazon mit Sicherheit keinen Spaß gemacht hat. Hätte man seit 2007 investiert, wäre man mit Sicherheit sehr, sehr glücklich als Aktionär. Obwohl Amazon damals teuer war und eigentlich auch immer teurer gewesen ist. Auch dazwischen in diesen Phasen, wir können nochmal zurückgehen. Schauen wir mal hier, wir hatten hier im Jahr 2013, 2014 extrem hohe KGVs. Schauen wir mal, wo waren wir 2013, 2014, da waren wir bei Amazon hier. Da hatten wir KGVs in der Höhe, in der Größenordnung von 100, 120, 140. Und was hätte es einem gebracht, hier auf eine günstigere Bewertung zu warten? Bei Amazon tatsächlich wenig. Jetzt kann man sagen, na gut, Amazon
ist ja eine Ausnahme, die wollen ja gar keinen Gewinn machen. Gehen wir mal auf ein anderes Unternehmen wie ASML. ASML hat im Moment hier auch ein KGV von 40, war in der Historie tatsächlich auch schon mal niedriger. Wir haben im Moment auch ein durchschnittliches KGV über die letzten 10 Jahre von 31. In der Spitze hier hatten wir auch mal ein KGV von 50, wie hier zum Beispiel 2022. Wir hatten hier im Jahr 2020 oder 2021 KGVs auch von 45. Schauen wir mal zurück, was wäre gewesen, hätte man damals hier im Jahr 2012, 2013 bei einem relativ hohen KGV von 30 gekauft. Es wäre eine super Investition gewesen. 2021 waren wir beim KGV von 45, wäre auch bis heute eine Verdopplung des Aktienkurses gewesen innerhalb von kurzer Zeit. Also auch hier sieht man, es ist relativ zu sehen, was denn die Bewertung bedeutet. Wenn das Unternehmen eine sehr starke, stabile und gute Gewinnentwicklung hat und auch eben sehr gefragt ist, dann können durchaus auch höhere KGVs für einen gewissen Zeitraum berechtigt sein. Und das heißt nicht, dass das KGV als Basis zum Beispiel für die Bewertung nicht runterkommen kann. Es kann durchaus sein, dass das KGV von ASML mal auf 30 oder 20 oder 10 runterfällt. Das muss aber nicht heißen, dass der Aktienkurs auch entsprechend runterkommt, sondern es kann auch sein, dass der Aktienkurs steigt, aber der Gewinn steigt einfach noch stärker, sodass der Gewinn und die Gewinnentwicklung irgendwann den Aktienkurs einholt und dass der Kurs gar nicht runterkommt. Das ist nämlich immer das, was die meisten denken. Die denken, ein KGV kann nur dann niedrig sein, wenn der Aktienkurs auch runterkommt. Der Aktienkurs kann aber auch steigen und der Gewinn steigt einfach stärker und dadurch kann das KGV auch dann niedrig sein, aber das kann dann auch eher in der Zukunft passieren, denn der Aktienkurs läuft meistens dem Ganzen voraus. Das heißt, wenn du immer wartest darauf, dass eine Aktie niedrig bewertet ist, dann kannst du tatsächlich teilweise, gerade bei den stark wachsenden Firmen, und ASML gehört wirklich zu den soliden Firmen, die großen Gewinn machen, großen Umsatz. Also das ist eine solide Firma, das ist keine kleine Bruchbude, sondern es ist wirklich eine solide Firma, in die man durchaus grundsätzlich auch investieren kann, wenn es zu deiner Strategie entspricht. Dann können auch durchaus hohe Bewertungen gerechtfertigt sein. Aber das muss man eben entsprechend bewerten. Und wenn man das nicht möchte, kann man ja durchaus auch in einen breiten ETF investieren, der das dann sozusagen ausnivelliert. Aber was ist denn, wenn wir jetzt in eine Rezession rutschen? Das ist ja die große Sorge, auch jetzt hier für 2023, dass wir hier nochmal in eine Rezession rutschen und dass das dann im Prinzip bedeutet, dass die Aktienkurse nochmal in den Keller fallen. Ich habe dazu sogar schon mal ein Video gemacht, wo ich darauf eingegangen bin, was das sozusagen bedeutet, wenn wir nochmal in eine Rezession rutschen würden. Habe ich oder verlinke ich gerne mal hier oben. Und da habe ich diese Grafiken hier gezeigt und da sehen wir die ganzen Krisen der Vergangenheit. Hier die Eisenhower-Rezession im Jahr 1957, 58. Hier haben wir zum Beispiel in blau gestrichelt, das ist der Aktienkurs. Und wir sehen hier in gelb oder so hellbraun des, die Wirtschaftskraft im Sinne von Bruttoinlandsprodukte. Was wir sehen können hier, und das kommt auch in den folgenden Beispielen, der Aktienkurs oder die Aktienmärkte haben eigentlich immer so 6 bis 12 Monate vor der Wirtschaft tatsächlich ihren Tiefpunkt erreicht. Das heißt, so 6 bis 12 Monate, bevor die Wirtschaft tatsächlich wieder angefangen ist zu steigen, sind die Aktienmärkte schon gestiegen, denn die Aktienmärkte sind immer so 6 bis 12 Monate in der Zukunft unterwegs. Und das haben wir hier gesehen in der Eisenhower-Rezession 57, 58, in der Stagflationszeit in den 70ern war es das Allergleiche. Hier 1974, Juni 1974, Dezember 74, da waren die Tiefpunkte. Die Wirtschaft ist aber tatsächlich erst wieder ab Juni 1975 gestiegen. Dann in den 80er Jahren gab es ja auch eine Rezession, hier das Allergleiche. Tiefpunkt so 6 Monate, bevor die Wirtschaft wieder angefangen hat zu steigen und dann sehr, sehr stark. Dann hier in den 90ern gab es ja auch nochmal hier so eine Krise. Auch hier die Aktienmärkte, hier den Punkt des Tiefpunkts gemacht. Fast ein Jahr später hat dann die Wirtschaft erst wieder angefangen zu steigen. Die einzige Ausnahme, die es eigentlich bei diesen ganzen großen Krisen gab, das war die Dotcom-Krise. Hier war es tatsächlich so, dass die Wirtschaft früher angefangen hat wieder zu steigen als die Aktienmärkte. Das war die einzige Ausnahme in allen anderen Fällen. Hier zum Beispiel auch die Finanzkrise. Halbes Jahr, bevor die Wirtschaft wieder gestiegen ist, im Sinne vom Bruttoinlandsprodukt, sind die Aktienmärkte schon wieder stark gestiegen gewesen. Oder auch hier Corona. Die Wirtschaft erst noch unter starkem Druck, hat viel länger gebraucht, um wieder zu steigen. Die Aktienmärkte teilweise schon wieder auf Allzeithochs gewesen. Und dementsprechend sieht man tatsächlich, dass die Märkte, die Börse, gar nicht direkt mit der Wirtschaft zusammenhängt im Sinne einer zeitlichen Korrelation, sondern dass die Aktienmärkte durchaus früher oder teilweise auch später reagieren können. In den allermeisten Fällen reagiert sie aber tatsächlich 6 bis 12 Monate früher. Und man kann dadurch durchaus darauf schließen, dass wenn die Aktienmärkte schon wieder anfangen zu steigen, dass es um die Wirtschaft tatsächlich gar nicht so schlecht bestellt sein kann. Und das liegt nicht daran, dass hier der Schwanz mit dem Hund wackelt, sondern das liegt tatsächlich daran,
dass natürlich da die Investoren, die großen institutionellen Investoren, die das Geld in die Aktienmärkte hineinpumpen, das sind keine dummen Menschen und die wissen schon, warum sie wann kaufen und die wissen natürlich auch und können natürlich auch sehr gut an solchen historischen Beispielen und an solchen Wirtschaftskennzahlen herauslesen, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt hier noch deutlich tiefer fallen oder dass wir schon das Schlimmste hinter uns haben und fangen dann eben schon an, sich zu positionieren, weil die können das nicht wie wir mit einem Mausklick machen, sondern das sind teilweise bei denen wirklich wochenlange Prozesse, bis die das Kapital in die Märkte hinein oder aus den Märkten herausgeholt haben, weil das einfach solche großen Summen sind, die sie da bewegen. Und dementsprechend sieht man das auch und es gibt hier auch eine schöne Statistik, die ich hier mal rausgesucht habe. Und wenn man mal schaut, wenn man jetzt hier sozusagen am Anfang einer Rezession verkauft hätte und hätte dann am oder verkauft und am Ende einer Rezession gekauft hätte, hätte das eine Rendite von 10,7% ergeben mit den Rezessionen eingerechnet. Und würde man die Rezessionen ausrechnen aus solchen Phasen, ja, dann hätte das gar keinen großen Unterschied gemacht. Das heißt, man sieht hier auch bei anderen Dingen, einem Jahr vor dem Start eine Rezession und man kauft dann wieder ein Jahr danach, wären wir so bei 8,7 und 8,8%. Was man hier ganz gut sehen kann, ist vielleicht, dass egal, ob ich eine Rezession einrechne oder rausrechne aus diesen Modellen, die Performance wird hier gerade mal um 0,1 Prozentpunkte besser oder schlechter. Und das ist kaum ein großer Unterschied. Und das hängt eben sehr viel mit diesen Zeitpunkten zusammen, die unterschiedlich sein können für die rein technische Definition, wann haben wir eine Rezession und dafür, wie die Aktienmärkte sehr viel schneller und sehr viel agiler passieren. Aber, und das ist jetzt so der letzte Punkt, auf den ich eingehen will, im Moment hat man ja das Gefühl, die Lage ist so schlimm wie noch nie zuvor. Und kann man jetzt überhaupt guten Gewissens investieren? Weil die Nachrichten sind ja voll von schlechten Medien und voll von dem, was eigentlich gerade noch passiert und schief läuft. Und dazu muss man sagen, naja, das war schon immer so. Der Unterschied heute ist aber, dass natürlich die Medien sehr, sehr viel mehr auf Klicks und auf die Aufrufe ihrer Medien und auf die Verkaufszahlen aus sind. Das heißt, heutzutage geht es noch viel mehr als in der Vergangenheit darum, so ein so viel voll zu ballern, auch tatsächlich mit negativen Nachrichten und mit negativen Meldungen. Das heißt, man wird überfrachtet mit den negativen Dingen, weil die sorgen natürlich dafür, dass man eher Aufmerksamkeit dann auf diese jeweiligen Medien lenkt. Dadurch kommt so ein falscher Schluss zustande. Ich habe übrigens mal vor langer Zeit in einem Kundenservice gearbeitet, am Anfang meiner Karriere. Habe ich dann Praktikum gemacht und ich dachte, meine Güte, was arbeite ich da für eine schlechte Firma? Ich habe halt nur die Beschwerden gehört im Kundenservice. Danach bin ich in den Vertrieb gewechselt und habe da ein Praktikum gemacht und auf einmal war das die beste Firma, die ich je gesehen habe, weil einfach nur eine unterschiedliche Wahrnehmung von mir war. Auch vielleicht kennst du auch einen Polizisten, der denkt normalerweise immer, dass jeder erstmal ein Verbrecher ist. Es hängt sehr viel damit zusammen, was wir wahrnehmen. Und dadurch, dass so die Nachrichten nicht mit guten Nachrichten voll sind und dadurch, dass die Tagesschau nicht jeden Tag mitteilt, wie viele Flugzeuge sicher in Frankfurt gelandet sind, sondern uns nur die negativen Nachrichten mitgibt, haben wir das Gefühl, dass alles schief läuft. Dabei sehen wir in der Historie der Börse, und hier haben wir hier mal den Dow Jones, zurückgehend bis ins Jahr 1936, wir sehen hier den Aktienkurs des Dow Jones, wie er langfristig steigt und wir sehen hier große historische Ereignisse. Wir sehen hier den Zweiten Weltkrieg mit der Überfall der Wehrmacht auf die Deutschlands auf Polen. Wir sehen hier Pearl Harbor. Wir sehen hier Nordkorea, die Südkorea attackieren. Wir sehen das Kennedy-Attentat, die Kuba-Krise, Yom Kippur-Krieg, die Anschläge in den Olympischen Spielen in München, das Reagan-Attentat, Bombenattentaten in Madrid, 9/11, die Bombenattentate im Boston-Marathon, die Saudi-Aramco-Drohnenattacke, die es vor kurzem gegeben hat, die Nordkorea-Krise, die es gab, der Ukraine-Krieg und so weiter und so fort. Das heißt, es gab schon immer in der Vergangenheit Kriege, Krisen, hohe Inflation. Man hat das damals natürlich aber einfach nicht so im Blick wie heute, weil damals hat man zum Teil es nicht live erlebt oder man war in einer ganz anderen Situation, als man heute war. Man hat aber auch die Medien nicht so wahrnehmen können, weil es gar nicht so viele gab. Man hat nicht ständig irgendwelche Tablets oder iPhones oder sonstige Sachen mit sich rumgetragen, die einen voll dröhnen mit negativen Nachrichten. Und dadurch entsteht natürlich der Eindruck, dass alles so schlimm ist wie noch nie. Aber tatsächlich war schon immer alles schlimm und trotzdem sind die Aktienmärkte langfristig sehr, sehr gut gelaufen. Und da kommen wir wieder zurück auf das, was ich eingangs gezeigt hatte, mit diesem Renditedreieck. Wenn man durchaus mal so 10 Jahre an der Börse investiert, kann man sehr sicher sein, dass man die großen Krisen aus dem Weg gehen kann, wenn man zumindest mal die starken Schwankungen dazwischen etwas versucht auszublenden. Und wenn du sagst, naja, du willst das Ganze aber schon ein bisschen aktiver begreifen und willst auch zu den richtigen Zeitpunkten auch mal aussteigen und willst auch mal wissen, wie du dein Kapital sichern kannst, bevor ein großer Crash passiert und willst dann auch wissen, wann wieder der richtige Zeitpunkt ist zum Einsteigen und zwar nicht nach Bauchgefühl, sondern nach ganz klaren Kriterien, dann melde dich mal gerne bei mir für ein Strategiegespräch, dann schauen mein Team und
und ich, ob und wie wir dir da weiterhelfen können, eine für dich sinnvolle und passende Strategie nicht nur zu finden, sondern eben auch umzusetzen und das Ganze gemeinsam auf den Weg zu bringen. Und ansonsten hoffe ich natürlich, das Video hier hat dir auch schon geholfen, deine Strategie auf den Weg zu bringen. Falls ja, hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben. Schreib mir gerne in die Kommentare, was dich da noch interessiert hätte oder was du gerne noch wissen würdest oder was dich hier gerade noch bewegt und umtreibt. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Dir weiterhin viel Erfolg, auch bei deiner Geldanlage. Und bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao.